So, meine Damen und Herren, weiter geht's. Wir haben jetzt zwar schon einige Details zu nukleophiler Substitution besprochen und manche von Ihnen werden vielleicht schon ungeduldig, wann kommt denn das nächste Thema? Bald, aber es geht so in das nächste Thema über. Das ist jetzt eigentlich der richtige Zeitpunkt, mal zusammenzufassen, was wir über SN1 und SN2 besprochen haben und was noch alles aussteht. Und zwar in Form von einer Mindmap zu SN1 und SN2-Reaktionen. Also was müssen wir alles beachten an Faktoren? Sowohl bei der SN1 als auch bei der SN2-Reaktion haben wir es mit nukleophugen Gruppen zu tun. Und auf der anderen Seite mit dem Nukleophil. Wenn Nukleophil und nukleophuge Gruppe gut aufeinander abgestimmt sind, dann läuft die Reaktion auch besonders gut. Und die Abstimmung dazwischen, das hat etwas zu tun mit dem HSAB-Konzept, was ich schon mal erwähnt hatte, das Hard-Soft-Acid-Base-Konzept, wo wir hier nukleophuge Gruppe und Nukleophil beziehungsweise die Verbindung mit der, das Substrat mit der nukleophugen Gruppe als Lewis-Säure betrachten und auf der anderen Seite das Nukleophil als eine Lewis-Base. Jetzt gibt es wiederum einige Faktoren, die nukleophuge Gruppe und die Reaktivität des Nukleophils beeinflussen. Das sind zum Beispiel die Solvatation, Lösungsmittel und Wechselwirkung des Lösungsmittels mit der nukleophugen Gruppe. Wie gut wird die nukleophuge Gruppe im Lösungsmittel aufgenommen, spielt hier eine Rolle. Und dabei natürlich die Polarität des Lösungsmittels, aber auch, ganz wichtiger Faktor, ist die Ausbildung von Wasserstoffbrückenbindungen des Lösungsmittels zur nukleophugen Gruppe möglich. Auf der anderen Seite, nukleophil. Ja, wie nukleophil ist das denn? Da gibt es etwas, das man dann als Nukleophilie bezeichnet. Und die Nukleophilie steht im Zusammenhang mit der Basizität, ist aber nicht das Gleiche. Nukleophilie und Basizität werden beeinflusst zum einen durch sterische Faktoren, einfache Erklärung hier, eine Base, eine Brønsted-Base braucht ja nur ein Proton aufzunehmen, ist recht klein, so ein Proton. Auf der anderen Seite, wenn das Nukleophil halt als Nukleophil reagieren soll und nicht einfach als Brønsted-Base, naja gut, dann haben wir es schon mit irgendwo einem Zentrum zu tun, das womöglich sterisch abgeschirmt ist. Oder umgekehrt, wenn das freie Elektronenpaar des Nukleophils stark abgeschirmt ist, sterisch, dann kann das immer noch eine starke Base sein und auch stark als Brønsted-Base reagieren,
weil die sterische Abschirmung macht vielleicht nicht so viel aus, wenn es eben also nur um den Kontakt mit einem Proton, einem H+, geht. Sterische Faktoren sind also wichtig. Und da drin auch wiederum Solvathülle und wiederum ja, H-Brücken, die die Gesamtreaktivität dort beeinflussen. Hier hatten wir schon gesagt, bei SN2 haben wir es mit Übergangszustand zu tun, bei SN1 reaktive Zwischenstufe. Übergangszustand sorgt für die Waldensche Umkehr. Und hier haben wir es mit einer stereospezifischen Reaktion zu tun. Allerdings nochmal beachten, Racemisierung durch doppelte SN2-Reaktion. Hier mit der reaktiven Zwischenstufe, dem Carbenium-Ion, in der Regel Racemisierung, wiederum Ausnahme, Kontakt-Ionen, Paare. Ich erspare es mir jetzt hier noch monomolekular und bimolekular dort reinzuklemmen. Hatten wir ja auch schon in der anderen vergleichenden Liste. Bei der reaktiven Zwischenstufe auch wiederum stabilisierende Faktoren. Das waren mesomere Stabilisierung, induktive Stabilisierung. Und natürlich Solvatation, aber das steht ja schon hier vorne drin. Nochmal zurück, was SN1-Reaktionen begünstigt. SN1 begünstigt bei tertiärem Kohlenstoff, polarem Lösungsmittel und höhere Temperatur. Umgekehrt, die SN2-Reaktion ist begünstigt bei primärem Kohlenstoff, wird zwar auch von höherer Temperatur begünstigt, auch die SN2-Reaktion läuft natürlich schneller bei höherer Temperatur, aber wird nicht so beschleunigt wie die SN1-Reaktion. Auch ein polares Lösungsmittel kann die SN2-Reaktion begünstigen, aber nicht so stark wie die SN1-Reaktion. Und wenn man SN1 unterdrücken möchte, dann ist es eine gute Idee, für eine SN2-Reaktion in ein unpolares Lösungsmittel zu gehen. Wir werden uns gleich noch ausführlicher mit der Nukleofugengruppe und dem Nukleophil beschäftigen. Was dann des Weiteren noch hinzukommen muss, das ist
bei der Stabilität von den Carbeniumionen muss man auch noch Umlagerungsreaktionen betrachten. Da haben wir es dann also mit Gerüstumlagerungen zu tun. Und dabei sind vor allem die Wagner-Meerwein-Umlagerungen zu nennen. Auf der anderen Seite, hier sehen wir schon, Nukleophilie und Basizität, Wechselwirkung. Und wenn es denn als Base reagiert, dann haben wir es plötzlich mit Eliminierungsreaktionen zu tun. Wobei die Eliminierung bei der SN1-Reaktion als konkurrierende Reaktion dann die E1-Reaktion ist. Und als Konkurrenzreaktion bei der SN2-Reaktion tritt dann die Eliminierung E2 auf. Und hinter 1 und 2 verbirgt sich dann auch wieder die Abkürzung für die jeweilige Molekularität der Reaktion. Dann kommen wir mal wieder zurück zu Beispielen. Also SN1, wie dort oben schon geschildert, ist typisch bei einem tertiären Reaktionszentrum, also einem tertiären CX, und insbesondere wenn X gleich ein Jodid ist, weil Jodid ist eine besonders gute nukleophuge Gruppe. Umgekehrt, SN2 typisch bei primärem CX und X gleich Chlorid. Da sind die Verhältnisse simpel. Bei sekundärem Kohlenstoff, sekundärem CX, da kommt es dann auf all diese Faktoren an, die ansonsten die Reaktion beeinflussen. Deswegen mal Beispiele. Dieses Chlorbutan wird umgesetzt mit Natriumcyanid. Hier wird Aceton als Lösungsmittel eingesetzt. Wer die Struktur von Aceton nicht kennt, das ist dieses hier, das Dimethylketon oder Propanon genannt. Und Substitution ergibt dann dieses Nitril. Okay, sekundäres Zentrum, also wissen wir noch nicht so recht, ist jetzt eher SN1 oder SN2. Allerdings Chlorid, nicht so besonders gute Austrittsgruppe, spricht halt mehr für eine SN2-Reaktion. Dann haben wir ein CN- als Nukleophil. Das ist ein recht gutes Nukleophil. Sterisch nicht besonders anspruchsvoll. Also sterische Hinderung spielt da weniger eine Rolle. Diese Reaktion, würden wir prognostizieren, läuft bevorzugt nach SN2 ab.
solange wir in einem moderaten Temperaturbereich bleiben, auf jeden Fall. Und wenn wir hier von einem chiralen Edukt ausgehen würden, würden wir auch hochstereoselektiv zu einem Enantiomer gelangen. Also dieses hier ist ganz deutlich SN2 zuzuordnen. Das entsprechende Jodid plus Methanol, Lösungsmittel ist einfach auch das Methanol. Hier jetzt recht gute nukleophuge Gruppe. Auch ein starkes polares Lösungsmittel, was dann auch noch über Wasserstoffbrückenbindung das Jodid aufnehmen kann, gut solvatisieren kann. Hier würden wir erwarten, ein weitgehend racemisiertes Produkt mit einem SN1-Mechanismus gebildet. Betrachten wir mal nun Nukleophile näher. Reaktionsgeschwindigkeiten bei der Umsetzung mit Bromethan. Das Ganze in H2O-Ethanol-Gemisch als Lösungsmittel. Das methylierte Nukleophil wird als Produkt erwartet. Br- als Anion. Naja, und Sie erinnern sich dran, wenn wir ein ladungsneutrales Nukleophil hier haben, dann müssten wir hier ja ein Kation haben mit dem als Gegenanion. Und wenn das Nukleophil selber geladen ist, naja, dann wird es hier ja für ein Gegenkation sein, Gegenkation haben, was sich dann ja mit dem Bromid zusammentut und bildet dann halt ein Salz. Wasser als Nukleophil, ja, kann reagieren. Und das ist jetzt nun die Basis für die Betrachtung der Reaktionsgeschwindigkeit. Das definieren wir einfach als den Standard. Ein solches Acetat-Ion als Nukleophil reagiert um den Faktor 500 schneller. Zwischendrin ordne ich nochmal das Cl- ein. Da bin ich bei 100. Streichen Sie es mal weg. Kann auch ein Übertragungsfehler sein. Wo ich mir allerdings sicher bin, hier NH3. NH3 ist ein besseres Nukleophil als Acetat in der Regel, jedenfalls unter diesen aufgeschriebenen Bedingungen. Sind wir bei 700. Und nun OH- als Nukleophil. Da findet man als Angabe bereits 16.000, also ein recht gutes Nukleophil. Noch nukleophiler
ist Methanolat. Dem wird hier 25.000 als relative Reaktionsgeschwindigkeit zugewiesen. Ich setze mal in Klammern, weil ich wäre mir da nicht so sicher, dass die Reaktion wirklich so besonders gut funktioniert, wenn wir Natriummethanolat in ein Gemisch aus Wasser und Ethanol geben. Bleibt da denn wirklich noch Methanolat übrig oder haben wir es dann nicht eben hauptsächlich mit OH- als Nukleophil zu tun? Ja? Wie immer nun dieser Wert bestimmt worden ist, bestimmt nicht so einfach in diesem Lösungsmittel gemischt, deswegen das hier mal in Klammern gesetzt. Jodid. Reagiert unter den Bedingungen 100.000 Mal schneller als Wasser. Beim Cyanid sind wir bei 125.000. Und SH- ist in der Regel auch hochreaktiv bei 130.000. In der Regel sind anionische nukleophile reaktionsfreudiger als neutrale. Es gibt allerdings auch Ausnahmen. Hier sehen wir es, weil es sich hier um ein deutlich mesomer stabilisiertes Anion handelt. Insbesondere beim Jodid, aber auch beim SH- haben wir es mit gut polarisierbaren Anionen zu tun. Gute Polarisierbarkeit heißt, dass zum Beispiel bei der SN2-Reaktion im Übergangszustand eine recht gute Überlappung der Orbitale stattfindet und damit ein Absenken der Aktivierungsbarriere. Und wenn wir es auch mit einem, also hier gut polarisierbar heißt, weiches Nukleophil, wenn wir es auch mit einem weichen Elektrophil zu tun haben, dann läuft die Reaktion nach dem HSAB-Konzept auch entsprechend besonders gut. Jetzt schauen wir uns mal den Einfluss der Lösungsmittel an. Auf die Nukleophilie. In Einklang mit dem, was hier schon steht, reagiert Jodid als Nukleophil besser als Bromid, dieses besser als Chlorid und dieses besser als Fluorid in halt Wasser. Alkohol gemischen. Woran liegt das? Beispielsweise Kaliumfluorid in Wasser oder Alkohol. Da wird das Kalium plus koordiniert von den freien Elektronenpaaren des Sauerstoffs, des Alkohols oder halt des Wassers. Können wir eine Solvathülle hier um das Kalium plus zeichnen. Aber auch das F- wird sehr stark solvatisiert, nämlich über solche Wasserstoffbrückenbindungen. Und jetzt können Sie sich vorstellen, wenn wir über Wasserstoffbrückenbindung relativ fest
ans Fluorid gebundene Solvathülle hier vorliegen haben, dann hat das F- seine Probleme an das elektrophile Zentrum des Substrates zu gelangen. Und die Reaktionsgeschwindigkeit mit dem Fluorid wird über die recht fest angebundene Solvathülle deutlich herabgesetzt. Am Jodid sind die Wasserstoffbrückenbindungen durch die Solvathülle weit weniger ausgeprägt. Die Solvathülle ist weit weniger fest am Jodid gebunden, sodass dies eine relativ hohe Reaktionsgeschwindigkeit hier in einem polaren protischen Lösungsmittel behält. Wechseln wir das Lösungsmittel zu DMSO, Abkürzung für Dimethylsulfoxid. Oder DMF ist die Abkürzung für Dimethylformamid. Dann haben wir es hier mit polaren aprotischen Lösungsmitteln zu tun. Diese koordinieren immer noch sehr gut an dem Kation, zum Beispiel am Kalium, vom Kaliumfluorid. Aber das Fluorid selber ist kaum durch eine Solvathülle stabilisiert, weil hier gibt es nicht die Möglichkeit zu den Wasserstoffbrückenbindungen. Durch den Einsatz von solchen polaren aprotischen Lösungsmitteln kann die Reaktionsgeschwindigkeit in Einzelfällen ja um den Faktor 1.000.000 gesteigert werden. Zum Beispiel im Falle des Fluorids. Und im Endergebnis hat man dann in diesen Lösungsmitteln folgende Reihung der Reaktivität der Nukleophile. F- ist reaktiver als Chlorid, das reaktiver als Bromid, als Nukleophil und dieses ist reaktiver als Jodid. Sprich, die Reaktivitätsskala hat sich in diesem Lösungsmittel komplett umgedreht. Weitere Möglichkeit, ein solches hochreaktives, quasi nacktes F- zu erreichen, das schafft man über Phasentransfer-Katalysatoren. Diese werden Ihnen noch öfter, zumindest in der Vorlesung OC2, begegnen. Typischer Phasentransfer-Katalysator, der hier eingesetzt werden kann, ist folgendes Molekül. Was als 18-Krone-6 bezeichnet wird, ein Kronenether. Und er hat die passende Größe, maßgeschneidert, ein Kalium plus zu komplexieren. Das F- bleibt natürlich in die Nähe. Während Kaliumfluorid in einem unpolaren Lösungsmittel wie Toluol praktisch unlöslich ist, schafft man es mit einem solchen Kronenether, das Kaliumfluorid in dieser unpolaren Phase in Lösung zu bekommen und hat dann ein hochreaktives F-
in dieser unpolaren Phase, wie zum Beispiel Toluol oder ein Petrolether. Das ist dann ein Phasentransferkatalysator. Der kann, ja, sollte den Phasentransfer katalysieren, nämlich den Übergang von einer flüssigen Phase in eine andere flüssige Phase oder hier vorzugsweise eigentlich von einer festen Phase in die flüssige Phase. Ziemlich simpel, klein gepulvertes Kaliumfluorid rühren lassen unter Zugabe von dem Kronenether und so peu à peu wird Kaliumfluorid in die organische Phase transportiert, reagiert dann dort ab und der Kronenether holt sich dann neues Kaliumfluorid. Ein weiterer interessanter Fall das Trimethylphosphin reagiert in der nukleophilen Substitution schneller als das Trimethylamin. In Methanol. Das ist wichtig dabei zu erwähnen. Und das Besondere hierbei ist, hier haben wir einen solchen Fall, wo die Basizität von Methylamin höher ist als von Trimethylamin höher ist als von Trimethylphosphin, aber die Nukleophilie ist hier höher. Woran liegt das? Naja, das Trimethylamin ist stärker über Wasserstoffbrückenbindung von einer Solvathülle umgeben. Dadurch wird die Nukleophilie behindert und auf der anderen Seite gewinnt das Trimethylphosphin noch an Reaktivität durch die höhere Polarisierbarkeit dieses Moleküls. Sobald wir dann in andere Lösungsmittel übergehen, wie zum Beispiel DMSO, dann relativiert sich hier diese Beobachtung ganz gewaltig. Jetzt kommen wir zur Nukleofugengruppe. Häufig auch Abgangsgruppe oder Austrittsgruppe genannt. Jodid ist in der Regel die bessere Nukleofuge-Gruppe gegenüber Bromid, diese gegenüber Chlorid und diese besser als Fluorid. Das Chlorjod-Zyklohexan. 1-Chlor-2-Jod-Zyklohexan wird umgesetzt mit dem Natrium-Thiomethanolat. Was erwarten wir hier jetzt, ohne die Stereochemie genauer zu definieren? Natürlich beeinflusst auch noch die Stereochemie hier die Reaktivität. Werden wir später noch an einem anderen Beispiel, ich glaube an einer Übungsaufgabe, sehen. Ja, Jodid ist die bessere Abgangsgruppe. Das Natrium-Thiomethanolat sollte deswegen hier das Jodid substituieren. Und dieses Produkt würden wir hier erwarten. Weitere sehr gute Abgangsgruppen, schon mal erwähnt,
Das sind Sulfonate, sehr häufig kommt dabei diese nukleofuge Gruppe, das Triflat, zum Einsatz. Und ebenfalls sehr häufig, noch häufiger eigentlich, ist es jene das Anion der Paratoluolsulfonsäure, und Verbindungen damit werden als Tosylate bezeichnet. Und da haben wir eine Tosylat-Abgangsgruppe. Gute Abgangsgruppen: OH- ist schlechte Abgangsgruppe. Das heißt, ein Alkohol reagiert nicht so einfach unter nukleophiler Substitution. Wir müssen mit dem Alkohol irgendwo etwas machen. Natürlich ist auf dem Papier am einfachsten, wir protonieren, und dann ist nicht OH- das, was ich ablösen muss, sondern H2O. Das sieht immer einfach aus dem Papier aus, muss man sich nur im Einzelfall im Detail mal angucken. Weil wenn die Säure, die man hinzufügt, das Nukleophil protoniert, dann ist es womöglich kein Nukleophil mehr und reagiert eben nicht. Durch Zugabe von Säure kann man auch überhaupt den Gesamtprozess, je nachdem, was man gerade einsetzt, komplett zum Erliegen bringen. Man hat aber die Möglichkeit, ein Alkohol umzuwandeln in ein Triflat oder ein Tosylat, was nichts weiter als dann Sulfonsäureester sind. Und die setzt man dann in der Reaktion ein. Beispiel: Wir wollen im Prinzip diesen Alkohol umsetzen, wieder mit. Sorry, das ist hier falsch. Nee, Moment. Doch, ist alles richtig. Alles richtig. Mit dem Natriumthiomethanolat. Formal sieht das Ganze ja gut aus. Natriummethanolat abspalten. Aber leider funktioniert diese Reaktion nicht, weil OH- schlechte nukleofuge Gruppe ist. Wir müssen einen Umweg gehen. Wir setzen das TOSCl ein. Das ist das Säurechlorid der Paratoluolsulfonsäure. Sprich, hier haben wir kein O-, sondern an der Stelle sitzt ein Chlor dran. Wir brauchen eine Base, die das entstehende HCl abfängt. Und haben dann den Propylester der Paratoluolsulfonsäure gebildet. Dieses ist nun die Tosylat-Austrittsgruppe. Und die reagiert halt dann mit dem Natriumthiomethanolat, bildet das Produkt plus
das Natriumsalz der Paratoluolsulfonsäure. An der Stelle betrachten wir mal eine Übungsaufgabe. Was wird das Ergebnis sein der Umsetzung von diesem Substrat mit dem Natriumsalz der Essigsäure in DMSO als Lösungsmittel? Betrachten Sie bitte die Rolle der Stereochemie beim Lösen dieser Aufgabe, ebenso die Rolle der dazugehörigen Konformationen, die reaktiv sind oder eben auch nicht. Okay, Grundüberlegung hierbei. Wir haben es mit Nukleofugengruppen an sekundären Kohlenstoffen zu tun. OH- ist eine sehr schlechte Nukleofugengruppe. Chlorid ist auch nicht so eine besonders gute Nukleofugengruppe, aber Chlorid reagiert besser als eben, also hier dieses. Und ja, insgesamt bei wenig Reaktivität der Nukleofugengruppen haben wir es hier eher mit einer nukleophilen Substitution nach zweiter Ordnung zu tun, also eine SN2-Reaktion. In DMSO als Lösungsmittel kann man in der Tat Natriumacetat ganz gut zur Reaktion bekommen und wir würden hier erwarten, dass es an dieser Stelle funktioniert. Und nach SN2 heißt, Waldensche Umkehr tritt ein. Wir sollten dieses Produkt erhalten. Jetzt kann man noch die Konformation in die Überlegung mit einbeziehen. Sesselkonformation mit beiden Substituenten in äquatorialer Position dürfte bevorzugt sein. Sie erinnern sich daran, axiale Position ist ungünstig wegen der 1,3-diaxialen Wechselwirkung. Ansonsten, um von hier nach da die Übertragung zu schaffen, betrachten wir das Molekül hier von der Seite. Sowohl Chlor- als auch OH-Gruppe sind ja auf einer Seite des Rings. Das ist hier auch noch gegeben, weil trans zu der OH-Gruppe sitzen diese Wasserstoffe auf der anderen Seite. Die OH-Gruppe und Chlor sitzen im Prinzip auf der gleichen Seite des Rings. Ja. Nukleophile Substitution nach SN2 ist jetzt hier so schlecht möglich, weil der Rückseitenangriff, die Einflugschneise oder Trajectory im Angelsächsischen, die Trajektorie, ist halt hier gewaltig versperrt. Das heißt, diese Konformation ist zwar die energetisch günstigste, aber nicht die für die SN2-Reaktion reaktive. Für die SN2-Reaktion muss halt abgewartet werden, dass sich im Gleichgewicht auch mal
das System umklappt und halt die sterisch ungünstige Konformation mit beiden Substituenten in der axialen Position baut. Aber nun ist der Weg frei für den Rückseitenangriff. Und damit ist klar, dass dann die Acetatgruppe trans zu der OH-Gruppe landet. Da dreht sich das Ganze dann um. Und wir werden dann hier dieses Produkt schließlich erhalten. Ja, und jetzt können Sie sich hier an der Stelle auch wiederum überlegen, wie steht es denn nun? Ja, die OH-Gruppe und die Acetatgruppe möchten eigentlich beide in einer äquatorialen Position sitzen. Können die das überhaupt in diesem Produkt? Lässt die Stereochemie das dazu? Das überlegen Sie sich dann bitte zu Hause in der Nachbereitung. Und am kommenden Mittwoch werden wir uns mit den Dingen beschäftigen, die nach dem Mindmap noch übrig sind, mit den Neben- und auch vielleicht Folgereaktionen, zusätzlich noch mit ein paar speziellen Anwendungen, wie zum Beispiel die Abusov-Reaktion. Bis Mittwoch.